Was? Na also, geht doch. Ich hab nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Kehr dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, will sie vor sich haben? Ich jage ihm das Haus in die Luft. Mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten finden. Und damit jage ich ihr Haus in die Luft. Menschen verbrennen. Ihr spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Daran hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Ja. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich spreche es auf Band, damit sich jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar schrumpfen und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinem Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. So. Leben Sie wohl. Die Frage ist, glaube ich, geklärt, wer Carolyn ist. Ich glaube, Carolyn ist GLaDOS. Ja. Also ich finde es ja schon lustig, wie wir uns hier gerade durch die Stadt geschoben haben. Ja. Gut, wir befinden uns gerade mitten in der Fahrstuhl. Verdammt, ich sehe keine weißen Flächen. Nix weiße Flächen. Oh mein Gott, Weltuntergang. Hör mal, kann ich vielleicht hier irgendwo runterspringen und dann, jawohl, na also. So muss es laufen, ne? Ja, so macht das Leben Spaß. Die Frage ist nur, wie kommt er jetzt weiter? Frage hat sich, glaube ich, erübrigt. Hab's an. Okay, ich glaube, das war suboptimal. Kriegen wir das nicht besser hin? Wir schicken uns selbst dichter an. Okay, und was bringt noch diese eine komische Geschichte? Cool. Das hat's echt gebracht. Ja, und wieder ein erneuter Ladebildschirm. Manometer. Wir kämpfen uns tapfer durch die Testkammern auf der Suche nach Whitley, dem Verräter. Ja. Wundervoll, wunderschön. Und nächste Kammer. Immer fleißig durch hier. Ja, wäre doch mal was, oder? Eine würdevolle Explosion. Der hat sich sowas noch nicht gewünscht. Vielleicht reicht das schon von der Höhe. Wir werden es wissen. Juhu! Ah! Ah. Boah.
Nur die Frage ist, ob es das jetzt gebracht hat. Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht beurteilen. Ah, okay. Blaue Fläche. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass wenn wir jetzt gleich durchspringen, dass wir dann da nach oben geballert werden. Und das mit ziemlichem Karam. Also jumpen wir nochmal hier runter. Oh, jetzt hätte ich es fast verpasst. Jawohl. Gut. Und nun? Was ist hier rot markiert? Hier ist irgendwo weiße Fläche. Da oben ist eine weiße Fläche. Vielleicht müssen wir einfach nochmal das blaue Zeugs nehmen und nochmal springen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Portchen. Wo kommt denn jetzt hier? Wo wurde denn das nochmal ausgespuckt, Mensch? Zeig mir die Spuckstelle. Ja. Aber da kommt nichts mehr. Das heißt, wir haben gerade so ein bisschen Pech. Dass aber nichts daran ändert, dass wir trotzdem eventuell ganz gut überleben könnten. Wenn wir alles so lassen, wie es ist. Und hier wieder mit Vollkaracho und Blau runterspringen. Juhu! Also meine Klasse, so viel wie wir hier springen, ist auch nicht mehr feierlich. Gut, das hat sich gebracht. Ha, ist das alles complicated. Also wenn einer von euch eine Idee hat, ne, immer sagen, ich bin ja hier. Habe ich mich da gerade irgendwo? Nein. Und es würde sich auch empfehlen, hier nicht runterzufallen, weil das ist ganz schön tief. Ja. Man wartet immer noch nicht meine Frage, wie ich hier nach oben komme. Also von der da gibt es auf jeden Fall Portalmasse im Überfluss. Ich habe nur eben dieses ungute Gefühl, dass ich ehrlich gestanden nicht weiß, wie ich hier so vorankommen soll. Das gestaltet sich gerade alles etwas schwieriger. Gut, probieren wir es nochmal auf die altherkömmliche Art und Weise. Ja. Probieren wir es einfach nochmal. Ja, und gucken wir uns das dann hier mal an, wie wir das am besten machen. Ja, okay, wir probieren es einfach nochmal. Jumpen, juhu, blau und leer. Was sagt uns das? Dass da oben jetzt leer ist. Weil wir kommen jetzt hier an mit viel, viel Karacho und können damit nichts machen. Und da drüben fällt's gerade so runter. Ne? Und wir probieren hier irgendwie mal durchzukommen. Ich ehrlich gestanden habe überhaupt gar keine Ahnung, wie wir das jetzt machen wollen. Eieiei, das ist also ein bisschen kompliziert. Wie machen wir das jetzt? Ach nee, also wir haben es da blau.
Wir sind blau, blau, blau. Aha. Könnt ihr mal probieren, von unten dagegen zu springen. Vielleicht bringt's das. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ach nee, das ist ja echt zum verrückt werden hier. Wahrscheinlich verbringe ich jetzt gerade schon wieder über eine Aufnahme damit. Ich habe die Uhr vergessen. Jetzt stehe ich hier 10 Minuten, renne durch die Gegend und weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so verwirrt. Ja, jetzt aber auch kein Loch oder sonst irgendwie was, mit dem man mal hier so... Und kabuff, ne? Nicht mal so ein bisschen. Weil selbst wenn ich jetzt hochfliege, ja, komme ich ja immer noch nicht weiter. Der zu meinem großen Ärger. Ich kann jetzt hier gerne nochmal runterspringen. Gucken wir uns die Situation nochmal an. Ja, also. Wir haben uns das nur nicht gründlich genug angeguckt. So, Emanzipationsgrill. Emanzipier uns. Wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß es ehrlich gestanden wieder nicht. Aber scheinbar nach oben. Okay. Ich habe auch schon einen Plan, wie wir das hier alles machen können. Also erstmal brauchen wir dich hier. Dich hier. Okay, wir machen es anders. Jawohl, so ist es schon viel, viel sinnvoller. Dann machen wir hier ein Ding hin und da ein Ding hin. Weil wir gerade eben ziemlich dämlich waren. Und wir sind immer noch ziemlich dämlich. Meine Fresse, sind wir dämlich. Das geht ja auch keine Kuh heute. Haben wir schon deutlich mehr davon. Okay, da war ziemlich dämlich. Okay, das hat es gerade wieder irgendwie nicht gebracht. Natürlich richtig, was wir hier gemacht haben. Ja, jetzt kann ich nämlich hier ein blaues Portal oben dran setzen und das ist so. Und dann passt das nämlich auch alles. Jetzt machen wir das ganze Spielchen einfach nochmal. Und zwar setzen wir hier oben. So. Und jetzt voll Karacho. Oh, verdammt, nein. Ah, Hornochsen. Hornochsen. Okay, ich bin der Hornochse, davon abgesehen. Okay, wir machen es jetzt ganz anders. Ich habe nämlich hier auf dieses Gedimse keinen Bock mehr. Deswegen machen wir jetzt die unkomplizierte Direktvariante, die ich sowieso die ganze Zeit vorhatte. Zack und zack und ah, das ist im Fahrrad schon.